Der größte Kürbis, der heute gewogen wird, wird circa um die 100 Kilo wiegen. Und wir haben hier auf dem Pollermarkt, auf der Burg, 35 Gewerbestände mit Kunstgewerbe und vor allen Dingen ganz viel Kürbis. Rund um das Essen rum haben wir 10 Gerichte, die wir aus Kürbis herstellen. Und wir werden einfach von den Leuten einfach nur überlaufen. Ja. Wir haben jetzt hier also eine Hähnchen-Zucchini-Pfanne mit Kürbis und Nudeln auf Currybasis. Dann gibt es in der nächsten Abteilung machen wir Kürbis-Paprika mit Reis und Zwiebeln, tomatisiert zum Schweinesteak. Und dann gibt es die dritte Variante mit Kartoffeln, Kürbis, Zucchini, Tomaten, Zwiebeln, Kartoffeln und Kabeljaufilet. Als Vorspeise haben wir Thunfischmus mit Kürbis und Zucchini-Röllchen. Da gibt es zwei verschiedene Suppen von Kürbis. Eine mit Linsen und Chili, etwas schärfer. Eine mit Äpfel und Speck, etwas milder. Und dann gibt es noch Panna Cotta mit Kürbis, Quitten, Gelee als Dessert. Ich bin sehr stolz. Ich esse hier ein Kürbisgericht und ein Kürbispfannekuchen mit Preiselbeeren und es schmeckt himmlisch. Sehr gut, nur zu empfehlen und nur in Volle beim Meisterkoch zu bestellen. Wie viele verschiedene Kürbisse gibt es hier? Also wir haben auf der Treppe hier ungefähr 120 verschiedene Sorten. Ja, das geht also von China bis Chile. Ja, wir haben alles Spezialitäten hier. Wir haben eine Doktorin, die sich mit Samen beschäftigt, die hat Samen aus der ganzen Welt. Wir haben also nicht Samen hier, der in Deutschland vertrieben wird, sondern wir haben den Samen direkt aus den Ländern, also angefangen von USA bis Neuseeland. Also sie machen einen normalen Waffelteig von 1 Kilo Mehl und dann kochen sie Kürbis und berühren den, lassen den abkühlen und machen den zum Teig dazu. Und dann machen sie noch Zimt und Muskat dazu und ungefähr von dem Kürbismus so 400 bis 500 Gramm auf 1 Kilo Mehl. Aber ja, ich gucke gerade. Ja. Ja, danke schön. Danke gleichfalls. Die Waffeln schmecken mir wirklich sehr gut.